Mein Name ist Leif-Erik Holm, Bundestagsabgeordneter für Mecklenburg-Vorpommern. Ich werde immer wieder gefragt, wie sieht denn eigentlich eure Sitzungswoche im Bundestag aus? Bitte schön, hier ist das Video dazu. Geht los am Montag, da komme ich um 12:30 mit dem Zug an, diesmal sogar pünktlich. 10 Minuten Fußmarsch dann von der Friedrichstraße bis ins Büro. Und hier geht's nach dem ersten Kaffee dann um 13 Uhr in die erste Vorbesprechung der Sitzungswoche. Montagnachmittag, kurz vor 3, jetzt geht's in den Fraktionsvorstand. Hier startet normalerweise die Woche, allerdings ging es diesmal am Wochenende auch schon richtig zur Sache. Wir haben die nächsten Monate besprochen im Fraktionsvorstand. Jetzt die Besprechung der Sitzungswoche. Und im Anschluss treffen sich dann auch noch die Landesgruppensprecher. Da bin ich dann auch für Mecklenburg-Vorpommern dabei. Nächster Morgen, Dienstag. Für mich immer ein wahrer Sitzungsmarathon. Geht los um 8:30 im eigenen Büro mit der Vorbereitung des Arbeitskreises. Als wirtschaftspolitischer Sprecher meiner Fraktion leite ich den Arbeitskreis Wirtschaft und mit dem treffen wir uns um 10:30 im Jakob-Kaiser-Haus, um die Themen der Woche auf den Weg zu bringen. Wir beraten die kommende Ausschusssitzung, welche Themen wollen wir dort einbringen, wie reagieren wir auf die Anträge der anderen Fraktionen und wir besprechen natürlich auch die Großwetterlage fürs Plenum, also welche Wirtschaftsdebatten werden dort gehalten und wer soll von unserem Arbeitskreis, von unserer Fraktion dann in dieser Debatte reden. Kurze Mittagspause und dann geht es in den dritten Stock des Reichstages zur Sitzung der Arbeitskreisleiter. Hier tragen wir alle Initiativen der verschiedenen Fachbereiche zusammen, die Gesetzentwürfe, die Anträge und stimmen sie so miteinander ab, dass auch alle in der Fraktion damit zufrieden sein können. Um 15 Uhr treffen sich dann alle Mitglieder der Fraktion in unserem Sitzungssaal Paulskirche, um die politische Linie miteinander abzustimmen und den Fahrplan der Woche im Plenum zu bestimmen. Das kann bei der AfD durchaus länger dauern. Deswegen um 19 Uhr bin ich dann zurück im Büro zur Nachbesprechung und zur Vorbesprechung der Rede, die ich am nächsten Tag halten darf. 21 Uhr, es ist dunkel geworden in Berlin und es ist so langsam Zeit für den Feierabend. Mittwochmorgen, das wird ein spannender Tag heute im Bundestag. Es geht zunächst gleich in die Ausschusssitzung. Da wird heute Wirtschaftsminister Habeck zu Gast sein, der gerade verkündet hat vor ein paar Minuten, dass Uniper, der Gasimporteur, der größte, der in Schwierigkeiten steckt, verstaatlicht werden soll. Und da werden wir ihm natürlich auf den Zahn fühlen. Dann geht es ab 13 Uhr weiter mit dem Plenum. Und da werde ich heute Abend noch eine Rede halten zum Thema Gasumlage. Das passt natürlich heute wie die Faust aufs Auge genau zu diesem Thema Uniper. Und auch da wird es heute wieder Action geben im Parlament. Es ist tatsächlich das Top-Thema im Wirtschaftsausschuss. Die Presse ist zahlreich vor Ort, hat natürlich viele Fragen. Ihnen stehe ich unmittelbar nach der Sitzung Rede und Antwort. Und dann geht es auch schon schnell wieder ins Büro. Schließlich heißt es noch Rede schreiben für den Abend zum Thema Uniper. Und um 19 Uhr geht es dann auch schon in die Bütt. Man muss sich das vorstellen, der grüne Wirtschaftsminister der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt schaltet sichere, moderne Kernkraftwerke ab und muss dann im Winter auf den Klimawandel hoffen. Verrückter geht's doch wohl kaum. Donnerstag, der lange Plenumstag von 9 Uhr bis etwa Mitternacht. Nach der ersten Debatte am Morgen nehme ich erstmal meine Pflichten als verantwortlicher Personalvorstand wahr. Ich freue mich, dass ich junge Bewerber begrüßen darf zu unserem Bewerber- und Trainee-Tag, denn zum dritten Mal starten wir unser Trainee-Programm, denn wir suchen und brauchen junge, qualifizierte Bewerber, die in unserer Fraktion mitarbeiten wollen. Nach diesem Gespräch geht es dann wieder ins Plenum, zur nächsten Debatte und wieder ins Büro und wieder ins Plenum und wieder zurück ins Büro. So, Donnerstag, Spätnachmittag, bisschen Büroarbeit erledigt. Jetzt geht es aber schon wieder runter ins Plenum. Nächste namentliche Abstimmung zur Änderung der Verbrauchssteuergesetze. Und dann flitze ich direkt rüber, das gehört auch zur Arbeit dazu, zum Verband der Handwerker. Die brauchen nämlich unsere Unterstützung in diesen Tagen. Die haben heute einen parlamentarischen Abend in der Mohrenstraße. Da werde ich für die AfD mit dabei sein und natürlich klar machen, dass wir dafür sorgen wollen, dass die Energie wieder bezahlbar wird, dass sie wieder sicherer wird. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, in unserer Arbeit. Und dann geht es wieder zurück ins Plenum. Der Abend ist noch lang. Der Höhepunkt heute
unser eigener Gesetzentwurf zur Änderung des Atomgesetzes, denn wir wollen ja, dass unsere Kernkraftwerke weiterlaufen, beziehungsweise die im letzten Jahr vom Netz genommenen wieder ans Netz kommen. Gegen 23 Uhr wird unser Gesetzentwurf aufgerufen und natürlich abgelehnt. Der Freitagmorgen beginnt mit einem frischen Kaffee im Büro und dann eile ich um 9 Uhr zur ersten Debatte zur Finanzstabilisierung. Es folgen weitere Themen wie die anrollende Insolvenzwelle und unser eigener Antrag zur Bekämpfung der Folgen der Energiekrise. Es ist Freitagnachmittag, 15.30 Uhr, noch einmal vorbei am Westportal des Reichstages in Richtung Bahnhof. Die Sitzungswoche ist um und jetzt wartet zu Hause der schönste Termin der Woche, die Familie.